begin to show. Leute, Stimo hier im Wald. Wie ihr seht, überall Wald, 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 Wald. Und ich habe mir gedacht, in dem Video, was ihr heute genau du anguckst, werden wir mal sehen, wie eine Woche von mir so aussieht. Ja, gerade mal fürs Aquarium ein paar Steine besorgen im Wald. Hier, wie ihr seht, schon mal ein paar Steine fürs Aquarium, für eine Rückwand. Ja, und die Frau auch schön fleißig am Suchen. Und ja, mit einer Hacke am Suchen. Sieht der Wald nicht einfach traumhaft aus. Richtig schön mitten in der Natur, Leute. So, wollen wir mal hier schön vorsichtig runtergehen den Berg. Mal irgendwo noch dran. Der läuft. Ein Frosch. Da hüpft er. Da hüpft der Frosch. Boah, da läuft der Frosch. Da läuft der Frosch. Das ist ein Froschbomber. Ja. Ja. Ich brauche unbedingt noch hier so einen Selfie-Stick für die GoPro. Definitiv. So, haben wir denn hier noch so ein paar Steine. So mal schön in den Wald zu gehen, ist schon nice, Leute. Macht das bei dem Wetter, wirklich mal einfach in den Wald zu gehen, ist richtig chillig. Oh, Stein. Guck mal, der Stein ist doch hier perfekt. Was hat er jetzt davon? Fleißig, fleißig am Suchen. Skyrim-T-Shirt. Skyrim-Unterhose, Skyrim-T-Shirt. Skyrim-Bettbezug. So, ich gehe mal wieder hier hinten. Ich habe hier irgendwo, was ist jetzt hier? Ein Frosch wieder, da ist er. Der Frosch. Weg ist er. So, ab geht's nach oben. Steine waschen, die wir gesammelt haben. Ja. Dann wollen wir mal googeln. Und dann eine Rückwand bauen. Ja, die Steine putzen. Aber das mache ich nicht. Das macht meine Freundin. So, Leute, das ist nach der ganzen Arbeit daraus geworden. Ja, ich hoffe, es sieht sehr geil aus. Und damit der Günther, wo ist der Günther? Günther da oben. Da unten ist Günther. Irgendwo versteckt er sich da, da ist er. Ja, sieht ein bisschen chaosmäßig aus. Ja, Leute. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Ha, ein neuer Tag, ein neues Glück. Hört sich auch gut an. Auf jeden Fall kamen heute ganz viele Pakete an. So, wie man sieht. Einmal von HP. Und dann noch ein Paket. Das werde ich euch noch alles zeigen. Aber das, schaut euch das mal an. Das ist ein Riesenpaket, ne? Wie man sieht. So. Da haben wir gedacht, ja, da ist eigentlich das alles drin, was wir erwarten. Haben wir aufgemacht. Na, da denkt man ja, oh, da ist ja viel drin. Holt man hier die ganze Scheiße raus. Und was ist drin? Einfach nur eine Steckerleiste. Weißt du? Und dafür muss man dann so einen riesen Karton. Die Steckerleiste ist mal gerade. Da passen mindestens 10 Steckerleisten rein, auf gut Deutsch gesagt. 10 Steckerleisten. Crazy, ey. So, Leute, das habe ich schon mal aufgemacht. Das ist ja das andere Paket, was ankam. Mal gespannt, was da drin ist. Schon wieder das ganze Scheißzeug aus und eine Skyrim-Figur. Skyrim. Und zwar, hoffentlich spreche ich es richtig aus, Dovahkiin. Dovahkiin. Das Drachenblut. Ich kann euch nachher mal dann zeigen, wie viele wir schon haben an Figuren von den Spielen und so, weil wir sammeln nämlich gerne diese Spielfiguren. Die sind nämlich irgendwie voll sehr cool. Ja. So, und hier zu sehen mal die Vitrine. Ich mach's mal auf. So, einmal schön Call of Duty. Echte Granatsplitter. Ja, da ist Alduin und diese Dovahkiin-Figur. Ja, und jetzt geht's auch weiter. Gehen wir dazu. So, hier einmal die Figur von The Last Guardian. Mit diesem, keine Ahnung. Ja? Fokussier dich doch. Geht doch.
und einmal hier von ja, Uncharted. Der Typ. Ja. Die haben wir da stehen. So, Englisch, das heißt, er sieht das Paket. Ja, und wenn man sieht, warte, von, genau, von Montana Black. Gucken wir mal, was da drin ist. So, jetzt ist es mal auf. Packen wir mal aus. So, was haben wir hier drin? Das, gut, das ist die Rechnung, die braucht man nicht. Yes, nice. Die Get on my level Kappe. Auf jeden Fall nice. Das ist ja geil. Fühlt sich richtig nice an. Tja, und oh, das Beste. Ja, das Beste. Werde ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar roll ich das jetzt mal aus. Das Poster. Aber leider nicht unterschrieben. Keine Unterschrift. Nirgendwo. Oder auf der Rückseite. Scheiße. Schade. Da habe ich mich schon so drauf gefreut, dass deine Unterschrift drauf ist. Mist. Dann bestelle ich halt nochmal was. Die andere Kappe, die war auch nice. Jo. Jo Leute, wie ihr sehen konntet, war leider das Poster nicht unterschrieben. Da habe ich einfach mal gedacht, komm, schreibt die Leute mal an, guck, ob sie dir vielleicht eins zuschicken können, was unterschrieben ist. Ja, was haben sie? Da haben sie mir ein neues geschickt. Und pack's mal aus. So, und wie ihr sehen könnt, hier, es ist unterschrieben. So. Und ja, also echt, muss ich sagen, sehr nett, dass der Workshop mir noch eins geschickt hat, was unterschrieben war. Ja, und muss echt sagen, das machen sehr, also nicht sehr viele, die dann noch ein zweites schicken, weil das andere nicht unterschrieben ist. Und ja, ich muss echt nur sagen, Grüße gehen daran raus an den Shop. Ja, Grüße gehen raus an den Shop. So Leute, nach einem schönen Abend gestern noch, jetzt erstmal gepflegt, ein bisschen schön im Tierpark chillen. Ja, schön ein Ründchen rumgehen hier in den Tierpark, Erdmännchen gucken und ja. Lasst mir mal so einen Daumen nach oben, wenn euch das gefällt, wenn ich einfach so eine Tierpatenschaft mal übernehmen soll für Erdmännchen oder sowas. Schreibt es mal in die Kommentare oder lasst einen schönen fetten Daumen nach oben. Würde mich freuen. Ich bin auch voll am Kämpfen noch. Kleine Dings schon. Ja, voll die Kleine. Voll am Kämpfen, ne? Oh, der kleine Schläfer hier. So Leute, ich hoffe, das war lustig mit den Erdmenschen. Jetzt erstmal schön dick fett Monster kaufen gehen, weil irgendwie, ich hab Lust auf Monster heute. Ja, bis dahin, wa? Ciao.